Hui, oah. So. Ja, da unten ist ein roter Punkt. Feindes Land. Ahoi. Ach, wisst ihr noch hier oben? Das Arschwinterlager aus der 100er Folge. Ja, es dürfte schon ganz schön lange her sein, dass wir hier aufgeräumt haben. Ich höre aber keine Gegner. Ich sehe. Ah, komm, dann machen wir sie noch mal. Ist nur gutes Training. Ich war ein stolzer Mensch. Oh, sind aber eine Menge diesmal. Sind das immer so viele gewesen? Holy shit. Was mir alles heilig ist, ne? Alter, was für Erinnerungen, ne? Ich weiß, wo hier eine Kiste ist und ich weiß, wo der letzte Stein ist, den wir für die Merlin-Prüfung abschießen müssen. So, und wir gehen wieder nach altem Prinzip vor. Tarnung ist der beste Weg zum Siege. Ich kann keine Tränke sammeln. Da kannst du mal sehen. Ja, also habe ich das schon zu Ende erzählt. Also jemand sagte mir, dass halt diese Rackhams-Prüfung einen sehr harten Bosskampf enthalten soll. Ach, die ganzen Kugeln sind jetzt wieder da. Müssen wir die noch mal alle abschießen? Das resettet immer alles. Heißt das, ich krieg auch die ganzen Schätze noch mal? So, da. Ich bin weg. Ah, Controllerproblem. Ficicus Totalus. Die haben es aber diesmal wirklich auf mich abgesehen. So weit muss ich, glaube ich, noch nie laufen, um die loszuwerden. Fekitos total. Ja. Wann kriegen wir eigentlich denn mal den Zauber Benjaminus Ficus? Ist nichts Böses. Bitte das richtige Zauberset. Wer hier wohl gelebt hat? Das ist mir einfach Wurst, Digga. Warum? Was sind das hier für Gegner? Hier sind irgendwie rote Pfeile drinne. Das wird nachher interessant, weil ich will da oben auch noch mal rein in die Hütte, weil da habe ich eine Kiste vergessen. Komisch, dass das hier gar nicht als Banditenlager geführt wird. Auf der Karte. Boah. Halt, 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 halt. Ja, hat es. Tschüss. Ich bin hier raus. Ja, soll ich hier auch mal andere Musik reinmachen? Hatte ich das letztes Mal? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Nö, ich glaube nicht. In Divinity hatte ich. Ich komme langsam ein bisschen durcheinander, Leute. Ja, wann kriege ich wohl endlich zu Ende erzählt, was ich erzählen wollte über die Hauptqueste? Ich habe schon unverzeihliche Flüche eingesetzt. Zum Glück bin ich auch.
Unverzeihliche Flüche hat er eingesetzt. Ich habe schon unverzeihliche Gerüche eingesetzt. Ja, wann komme ich wohl dazu, das endlich zu Ende zu erzählen, was ich vorhatte? Warte. Ich bin ja... Das war noch gar nichts. Du denkst, du kannst mich hauen? Guck dir jetzt an, ein Arsch, Winter mit Level 24. Aha. Schade, da ist gerade alte Magie verschwunden. Aha. Ah ja. Guck mal, so schwer ist das gar nicht mit den ganzen... ist das hier schon versehen jetzt mit... Oder hat er das auch resettet? 7 Ocken. Nee, also Malvenkraut ist drauf. So, ich hoffe, diesmal kriege ich sie alle. Da oben war auch noch einer, ne? Ja, kann ich jetzt nicht sehen. Machen wir später. Auf jeden Fall sind hier hinten welche. Die habe ich nämlich letztes Mal, glaube ich, auch nicht gesehen. Ja, genau, die habe ich letztes Mal nicht gesehen. Und da oben, die kriege ich nur von oben. Hier war doch eine Leiter drin, ne? Leiter! Ich bin jedes Mal verblüfft, dass man da keine Taste drücken muss, um die Leiter anzuvisieren. So, das war doch nicht alles. Wenn ich mich recht erinnere, war da unten auch noch eine irgendwo. Jetzt sag nicht, jetzt finde ich eine andere nicht. Da hinten, ja, da guck mal da. Wow. Ja, schön. Hier ist doch so eine Steinmauer, da guck mal. Ha. Siehst du? Und Hossa. So. So findet dann alles wieder zu sich zusammen. Tatsächlich 29 Minuten aufgenommen. Mir kommt das viel mehr vor. Ja, jetzt habe ich zigtausend Themen angefangen und nichts zu Ende gebracht. Keine Furcht, das wird schon. Was ist das für ein komischer Stein hier? Lass uns jetzt mal Folgendes machen. Ich will da einmal hochfliegen. Auf die Burg. Hier irgendwo. Wo, ach, Spinnies. Warte mal, das machen wir so. Ah. Ah! Fuck, ich wollte hier gar nicht runterspringen. Oh, Digga. Du bist widerlich. Meinst du mich? Entschuldigung. So. Warte. Dann mache ich das nochmal so. Komischerweise kann ich ja hier einfach mal so hochsteigen. Hier habe ich nämlich letztes Mal eine Kiste vergessen. Das habe ich gesehen.
beim Durchschauen. 60 Augen. Ja, aber damit ist dann auch diese Gerätschaft hier erledigt. Also die Tür hier verschließt sich auch wieder. Ja. Also die Gesetzmäßigkeiten, was sich resettet in Hogwarts, da streiten sich auch die Gelehrten irgendwie. Was wir jetzt mal machen können, weißt du was? Gib mir mal die Karte. Wir fliegen mal. Warte mal, kann ich hier einfach... Ach so, kann ich einen Wegpunkt festlegen. Weißt du was? Wir fliegen mal. Nach Feldcroft. Mit voll Power. Yeah! Ist doch auch mal was. Einfach mal 700 Meilen. Auf dem Besen. Außer Besen nichts gewesen, mein Digga. Ich kann nicht höher steigen. Nee, wirklich, ich kann nicht höher steigen. Ich kann nur... Doch. Nee, höher geht nicht. Höher, schneller, weiter. Die Mucke dazu. Da unten ist eine Windmühle. Ja, wir fliegen nach Feldcroft, um dem Typen seinen Kaukohl zu bringen. Boah, war das eine nervige Bratze, ne? Feldcroft Region. Incoming. Sturzangriff. Hossa. So, wen haben wir denn hier? Wer ist das? Faszinierend, sehr faszinierend. Hätte ich nur die Energie. Altea Twiddle. Das ist ein geiler Name. Ey, Alter. Alter. Alter Twiddle. Verzeihung, Madam. Haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Althea Twiddle freut mich sehr. Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Ja. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handle sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Also sie ist über ein Rätsel gestolpert. Hoffentlich hat sie die Vasen nicht kaputt gemacht dabei. Ich liebe ein gutes Rätsel. Rätsel liegen mir nicht. Na, irgendwie schon. Weißt du? Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie? Ich ahnte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle. Mein Mann Grabble meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Wo ist denn die Statue? Wo finde ich die Statue? Es ist nicht weit von Irondale, unten am Ufer bei den alten Ruinen. Nicht zu verfehlen. Irondale, da war ich noch gar nicht. Okay, Alter. Die heißt Alter. Alter Twiddle. Ich werde einen Blick drauf werfen. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels Gedenken. Gravel? Okay. Auftrag gestartet. Vasenmanöver. Mhm. Alter, ich muss weg. Ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Ja, irgendwann, jetzt erstmal wird hier Twiddle die, Twiddle die. Willst du auch Kartoffelbrei? Bist du das Vögelchen? Patrick Haggerty, was hast du zu verkaufen, Digga? Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Oh, hallo, ich bin Porrick Haggerty und das ist mein Chef. Wie kann ich behilflich sein? Ich würde Sie gerne etwas über Ihren Laden fragen. Sicher, immer doch. Was würden Sie gerne wissen?
Ach ja, Klischee ihre, ne? Ich schaue mich nur mal, was verkaufen Sie? Wie lange wohnen Sie schon hier? Ja, das können wir doch mal fragen. Wie lange wohnen Sie schon in Irondale? Mein ganzes Leben. Meine Schwester und ich wuchsen hier auf. Ich blieb hier. Sie hatte andere Pläne. Irondale? Dann bin ich gar nicht in der Dings da, in Feldcroft. Waren Sie je in der Koboldmine? Das heißt Kobalt. In der Nähe soll es eine Koboldmine geben. Waren Sie mal dort? Ich habe sie gesehen, aber war nie drin. Dort gibt es sicher einige wertvolle Tierwesenprodukte, aber das ist mir zu riskant. Ranrocks Anhängern kommt man lieber nicht in die Quere. Och doch. Ob einachsig oder zweiachsig, was verkaufen Sie? Welche Produkte verkaufen Sie denn? Ich verkaufe Produkte rund um Tierwesen. Tierwesen haben mich immer fasziniert und sie stehen hoch im Kurs. Also habe ich sie zu meinem Beruf gemacht. Mhm. Alles klar, du schlachtest also Mondkälber und verkaufst ihre Augen. ich schaue mich nur um. Ich schaue mich hier nur mal um. Danke. Warte mal, ich quatsche ihn noch mal an. Hallo, schön Sie wiederzusehen. Die Freude Moin. Ist ganz meinerseits. Wie kann ich behilflich sein? Ich will mir mal kurz seine Ware anschauen. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Oh, ich habe gewusst. Fupa-Federn. Warte. Feder eines Hippogreifs. Horn eines Grafhorns. Feder eines Fupas. Feder eines Dirikolls. Feder eines Jobberknolls. Knieselfell. Fell eines Mondkalbs. Du böser Mensch. Fell eines Nifflers. Kevin, den machen wir platt. Phönixfeder. Knuddelmuffhaar. Igittigit. Haar eines Testrals. Krötenwarzen, wie lecker. Einhornhaar. Du bist widerwärtig. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Ja. Möge Gott dich strafen für das, was du getan hast, du Hundesohn. Dann bin ich gar nicht in Feldcroft gerade. Was ist das da? Da leuchten Steine. Oder was ist das? Ach Kind, nee, mach nicht sowas. Das sieht genauso bescheuert aus wie... Wenn das nicht eine Prüfung gelingt, das ist... ich bin nicht in Feldcroft, ich bin in... Schlimm, das mit Porricks Schwester. Ich bin in Irondale, nicht in Feldcroft. Okay, alles klar, wir sind an einem völlig falschen Platz gelandet. In Irish Irondale. Deswegen ist der Typ auch... so klischee-irisch. Was ist denn hier los? Ich frag gar nicht. Das wird alles Sinn ergeben. Wo ist das Rätsel Merlins, wozu diese Dinge da gehören? Muss ein Merlin-Rätsel sein, weißt du was? Ich ruf die Karte auf. Ne, wir sind noch gar nicht in Feldcroft. Vasenmanöver. Ne, Feldcroft ist hier hinten. Das ist ja interessant, da sind wir nach Irondale geflogen. Okay, da ist eine Prüfung Merlins. Ich will mal einen Marker dorthin setzen. Und ich will den Auftrag erstmal abwählen. Vasenmanöver. Vorgeschlagene Stufe 15. Das kriegen wir in 0, nix hin. Ja, und da sind wir beim Thema. Hoffentlich kriege ich es diesmal mal zu Ende erzählt. Also, mir wurde gesagt, dass diese Rackham-Prüfung am Ende einen ziemlich heftigen Bosskampf hat. Und da sagte man mir, es wäre keine Schande, auch mal auf Easy zu schalten. Ich will das eigentlich nicht, obwohl ich weiß, dass bestimmte Leute das machen, ne? Inhalieren auch Wikis. Ja, ich will dich ärgern, Vögelchen. Ja, ich will dich ärgern. Das hat seine Gründe. Welch angenehme Überraschung. Ja, da nutzen wir erstmal das Malvenzeug. Und dann machen wir uns auf die Suche nach den Kugeln. Eine. Was hast du denn, du blöde Vogelscheuche? Ich schieß doch gar nicht auf dich.
So, jetzt, Revelio. Ja. Ich glaube, die Kugeln sind alle da hinten. Was ist das für eine Mühle da hinten? Das ist interessant. Ja, also, ich weiß, andere Leute schalten, ohne es zu sagen, mal einfach so. Das werden, wenn ich nicht aufpasse. In den Peaceful-Modus. Ich nicht. Und wenn ich es mache, dann werde ich es euch sagen. Ganz klar. Denn generell wird hier auf normaler Schwierigkeitsstufe gespielt. Was sind das da für zwei blaue Dinge? Hallo? Kannst du nicht über ein paar... Ja, natürlich muss er die kaputt machen. Da sind Dinge... die sind im Haus drin, ne? Schade eigentlich. Achso, das sind die Schlösser von den Häusern. Warum werden die blau angezeigt? Ach Gott, die Kameraführung mit Gamepad. Echt lustig. Sagt man nun eigentlich Controller oder kann man auch Gamepad sagen? Also da oben sind noch drei Kugeln. Also ist nicht einfach hier. Ja, vielleicht sind ja die... was siehst du? Vielleicht sind ja die Rätsel, je weiter man von Hogwarts entfernt ist, umso schwieriger. Rebellion. Möglich ist das ja. Da unten ist auch irgendwas, das liegt da auf dem Boden. Das will ich mir gerne mal angucken. Boah. Mach doch nicht sowas, Kollege. Ach, das ist schon, das ist im Haus drin, ja, ja. Wo ist die Kugel?